IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von Climax, dein Partner für Fitness Essentials. Climax. Guten Morgen, willkommen zurück. Ich habe ja angekündigt, im letzten Video gibt es ein kleines Resümee. Von der Form her hat sich schon was getan. Ich muss ehrlich sagen, in einer Woche bin ich leaner geworden. Mein Gewicht ist allerdings nicht wirklich gefallen. Ein Pfund, was ungefähr ein halbes Kilo ist. Ich bin beeindruckt. Das scheint zu funktionieren. Ich glaube aber auch fest daran, dass man es nicht die ganze Zeit machen kann. Heute gibt es das letzte Training, Hamstrings und Rücken Nummer 2. Wir machen alles doppelt die Woche, also Rücken und Beinbeuger. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt gibt es erstmal eine Runde Frühstück und dann sehen wir uns schon zur ersten Runde Training. Bis gleich. So, und wie jeden Morgen gibt es hier Ei. Ich habe schon in einer anderen Episode, und zwar in dem Beintraining, gezeigt, was es alles gibt. Da gibt es noch unsere Ingwerknolle, hier gibt es unsere Drogen, nochmal extra Magnesium oben drauf. Und das wird jetzt gefrühstückt. Guten Appetit. Weil wir heute zweimal trainieren, baller ich eine extra Runde ERAs mit ins System. Wir haben wieder Cola Cherry Candy, was nicht nach Cola schmeckt, sondern nach Berry Candy. Und davon gibt es heute eine richtig dicke Ladung. Wir ballern hier mal 3 Scoops rein. Zack, Nummer 3. Und was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, heute gibt es wieder extra Salz. 3-4 Gramm. Das sind vielleicht sogar 5. Egal, wir werden es auch zweimal teilen. Und dann gibt es noch den Galenicus. Heute doppelte Portion, beziehungsweise einfache Portion. Doppelte Portion ist mir zu stark. Krass, dass ich das sage, aber dieser Booster hat es in sich. Wir haben also ziemlich alles drin, was es gibt auf der Welt, was irgendwie Blut schiebt und Pump macht. So, immer ein bisschen mehr heute. Training Nummer 1, Brustvideo, war ich beim Warm-up am Sack. Daraus habe ich gelernt, deswegen teilen wir das ganze Ding auf zweimal. Wir haben hier, Gottes Willen, 8000 Milligramm Citrullin drin, 4000 Milligramm Arginin-Nitrat, wir haben extra Ladung Salz, wir haben Glycerol, wir haben so viel Zeug da drin, ist echt assi. Wir machen uns jetzt ready, dann geht's ins Hamstring-Training, ins Marina-Gym und heute Abend gehen wir mit der Truppe, mit der Gannikus-Truppe, mit Marcel und Co. trainieren. Und dann geht's los. Wir sind wieder im Marina Gym für eine Runde Hamstrings. Wie gewohnt, kleines Warm-up, Beine kreisen, Hüfte locker machen. Wir machen unser Warm-up direkt an der ersten Übung. Es wird heute Seated Leg Curls sein zu Beginn. Letztes Mal haben wir das Ganze gedreht und haben liegend angefangen. Jetzt auch hier wieder sitzend, Oberkörper nach vorne, voll in den Stretch und reinziehen, reinziehen. 5 Sätze, 2 Warm-up und einen Satz machen wir richtig, volle Kanone. Bis ins Versagen, bis wir nicht mehr können. Und dann geht's weiter quasi nochmal mit leichter Gewicht, bis wir nicht mehr können und so weiter und so fort. Okay, okay. Ich kann schon nicht mehr laufen. Warm-up war sehr erfolgreich. Pump Booster zimmert wie die Hölle. Übung Nummer 2 machen wir heute Stiff Leg Deadlifts mit den Kurzhanteln. Warum? Hier kommen wir noch tiefer als in dem vorherigen Hemi-Training. Mit der Langhantel, da haben wir einen gewissen Stopp am Boden, dennoch sehr tiefer Stretch. Hier kommen wir noch tiefer, was uns in eine noch gefährlichere Position bringt, aber auch etwas mehr Stretch. Bei der Übung habe ich mich zweimal verletzt, deswegen machen wir das heute nicht übertrieben. Ich habe das früher mit 70, 80 Kilo Kurzhanteln gemacht, sehr schwer, sehr tief runter, bis mir der Beinbeuger zweimal fast abgerissen ist. Das mache ich nicht mehr. Der Beinbeuger wächst so auch ziemlich gut. Wenn man die Übung korrekt, sauber ausführt und jede Wiederholung richtig geil macht. Das machen wir jetzt für 4 Sätze. Einer wird davon bis zum bitteren Ende sein. Es werden wahrscheinlich 20 Wiederholungen, aber die haben es in sich. Stiff Leg Deadlift heißt, Beine sind gestreckt. Wir machen kein richtiges Kreuzheben. Die Kiste, die Hüfte, der Arsch, der geht hinten raus. Rücken bleibt gerade. Bis man in der Dehnung ist, so weit wie es geht, da halten wir das dann für 2 Sekunden. Lass uns richtig schön reinziehen und kontrolliert aus dem tiefsten Punkt rausziehen. Arschbacken nach vorne ziehen, Becken nach vorne schieben und wieder in den Stretch. An der Stelle auch mal ein dickes Shoutout an Jungs von Climax. Der heutige Tag ist auch Climax-Tag genannt. Für die Griffhilfen und für den Gürtel absolute Essentials. Wenn dir die Unterarme oder die Hände aufgehen, bevor die Hamstrings oder der Rücken am Sack sind, hast du ein Problem. Dann hast du einfach aus der Übung nicht das volle Potenzial ausgeschöpft. Ja, Zughilfen unterstützen die Griffkraft, aber wir trainieren die Muskeln und keine Hände. So Leute, jetzt ist es Zeit für Krieg. Jetzt ist der Spaß vorbei. Das ist die letzte richtige Übung und heute, jetzt machen wir den Sack zu. Morgen werden wir 11-12 Stunden schlafen, also zerschieße ich mich heute nach allen Künsten, mir scheißegal. Jetzt wird gedroppt.
Die Dropsticks reduzieren die Zeit zwischen den Sätzen. Umstecken, kein Aufstehen, kein Umstecken, keine Zeit dazwischen. All out, bis nicht mehr geht, voll in den Stretch. M-Rap, as many reps as possible. Das Ding rausdroppen und weiter geht's, und weiter geht's, und weiter geht's. Bis M-Rap, as many reps as possible. Volle Lotte, Teilwiederholungen, bis nicht mehr geht. Voll in den Stretch und nochmal gedroppt. Triple Drop Sets, M-Rap Sets, voll in die Fresse. Drei Stück mit den Dropsticks. Wer die Dinge mal ausprobieren will, super geiles Ding. Liebe ich, finde ich unten in der Beschreibung. Ist der Link, ist die Dropsticks Webseite. Gönnt euch die Dinger, ihr werdet nicht bereuen, glaubt mir. So, wir haben es geschafft, war ein Witz. Gibt noch eine Übung in den Kopf, und zwar, die haben wir das letzte Mal auch schon zum Schluss gemacht, Hyperextension oder wie ich sie nenne, Hyperastension, weil wir den Rücken nicht heben, sondern eigentlich nur die Arschbacken zusammenkneifen und uns massiv in den Stretch ziehen lassen, und zwar mit der Kettlebell 20 Kilo extra, voll rein, also richtig in die Dehnung, so dass es kracht. Wir sind hier fest im Gerät, das heißt, eigentlich kann nichts passieren, und das nutzen wir. Drei Sätze. Und zwar zuerst mit 20 Kilo, dann droppen wir das Gewicht und dann zischen wir hinterher, bis uns der Arsch platzt. Und dann versuchen wir irgendwie hier aus dem Gym rauszukommen, denn es wartet die nächste Mahlzeit. Da gibt's Rindfleisch, Kartoffel und Ketchup und Okra. Okra ist super für die Verdauung. So, Attacke. Das ist gar nicht so lustig. Mein Bein ist halt massiv aufgepumpt durch die Dropsets, durch den Booster. Also ich kann schon nicht mehr gerade laufen. Und jetzt ziehen wir das Ganze nochmal richtig lange. Mal neben der Sache gesehen, dass es eigentlich schon gefährlich ist, einen total gepumpten Muskel voll auszudehnen, tut es auch noch richtig weh. Ihr müsst überlegen, mein Beinbeuger ist so voll, ich kann kaum mehr laufen. Und jetzt nehme ich Gewicht und lasse mich in den Stretch ziehen. Das feuert ohne Ende. Ich bin echt beeindruckt. Resümee der Woche bisher: jedes Training hat gesessen, alles war geil. Vom Nervensystem her bin ich nicht müde, ich bin nicht erschöpft. Ich kann es gut ausregenerieren. Zugegeben, ich kann mittags mich eine Dreiviertelstunde hinlegen. Das kann nicht jeder machen. Wenn ihr aber Urlaub habt oder die Möglichkeit habt für eine Woche, probiert das aus. Und dieses ganze Protokoll gibt es als Download. Alle Supplements, die Naps mit zwischendrin, die Mahlzeiten, alles drum und dran ist in dem Protokoll mit drin. Also probiert es aus für eine Woche. Das feuert schon ordentlich. Ach komm, eigentlich weißt du, dass Pizza und Süßigkeiten dich nicht geiler machen. Die Frage ist also nicht was, sondern wie. Wie komme ich also ins Ziel? Wenn ich gesund essen soll, hart trainieren soll, mich noch um die Kinder, die Familie kümmern soll und auch noch Vollzeit arbeiten gehen muss. Als einer der besten Bodybuilder auf der Welt kann ich dir ziemlich gut dabei helfen. Willst du endlich abnehmen, schnell Muskeln aufbauen oder dich einfach mal gerne im Spiegel angucken? Dann hör auf, weiter Zeit zu verschwenden und bewirb dich hier. Wir finden was Schickes für dich. Jetzt Attacke. Bis gleich. Da ist er. So, und jetzt gibt's Kartoffeln, Rindfleisch und Ketchup in den Kopf. So, ihr merkt, die Post-Workout-Euphorie überschlägt. Danach geht's nämlich ins Bett für eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann folgt auch schon Workout Nummer 2 mit dem Marcel von Garnicus, El Jefe persönlich im Binus. Machen wir heute Rückenrunde. So, jetzt Bon Appetit. Kartoffeln sind frisch aus dem Airfryer, knackig, frisch und geil. Bis später, Peter. So, und hier sind wir schon mit der Crew versammelt. Adolf und der Marcel. Und jetzt wird eine Runde Rücken geballert. Wir beginnen mit Übung Nummer 1. Wie gewohnt, Überzüge immer zu Beginn. Voll in den Stretch, bis uns der Arsch platzt. Das machen wir für 4 Sätze. Ein Satz davon ist absoluter M-Rap-Satz, bis wir keine 30% der Wiederholung mehr schaffen. Und dann geht's zur ersten richtigen Übung. Nummer 2 wird eine High Row sein für den Trapez. Letztes Mal haben wir die T-Bar gemacht. Jetzt haben wir ein Gerät, was eher auf den oberen Teil des Trapezius geht. Wir machen hier beidarmig. Ich hasse es normalerweise beidarmig. Wir machen es hier trotzdem beidarmig, weil wir die Möglichkeit haben, dass uns das Gerät die Schulterblätter so weit öffnet, wenn wir beide Arme benutzen, zieht sie uns um das Polster rum in den Buckel und dann ziehen wir wieder voll auf. Aktivieren die Brust hoch, Schulterblätter zusammen, und genau das macht der Trapez und genau das machen wir jetzt. All out, meine Freunde. Come on.
Übung Nummer 3 aus dem Hause Panatta gibt es jetzt eine Underhand Close Grip Pulldown. Und zwar, die hat die Eigenschaft, dass sie am gestrecktesten Punkt, am maximalen Dehnungspunkt, am schwersten ist. Genau deswegen machen wir die. Wir lehnen uns nach hinten, es wird eine Art Layback Close Grip Underhand Pulldown. Also zurückgelehnt, denn wir ziehen auf die Latfasern Richtung Becken nach unten. Ganz wichtige Nummer, 12 Wiederholungen. Auch hier zählen die Partials und wir versuchen bis auf die letzten 30% nach unten. M-Rap, All Out, 3 Sätze, let's go. Und jetzt geht's zur letzten Übung mit den Bad Boys hier. Wir gehen jetzt nochmal an die Rudermaschine und zwar mit dem Kabel. Dreimal Triple Drop Set, M-Rap, volle Kanne. Das ist die letzte Übung. Jetzt machen wir die Kiste zu. Die benutzen wir jetzt. Dreimal volle Lotte in die Fresse-Attacke. Zahlreich zugeschaut habt bei der ganzen Videoreihe. 5 komplette Videos sind jetzt fertig. Dickes Shoutout an Garnikus. Unten in der Link ist in Beschreibung. In der Beschreibung findet ihr den Link. Alle Supplements gelistet, komplettes Trainingsprotokoll, Supplement-Protokoll, alles ready für euch. Ein Klick gedownloadet, er gehört euch. Vielen Dank noch an Marcel, vielen Dank an Arno für das tolle Training heute. Das war's und wir sehen uns gleich bei einer Runde Garnelen, Rice Cream und dem Fazit für heute. Bis später, Peter. Und um das Video offiziell und diese Reihe damit zu beenden, ich will euch die Analysen heute ersparen. Wir haben ähnlich viel Kalorien verbraucht wie im vorherigen Suizidtag, Hamstrings und Rücken. Wir haben ähnlich geschlafen, das erspare ich euch. Dennoch möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr dazugeschaut habt. Meine Frau ist fleißig, ihr seht schon da hinten, die Garnelen sind auf dem Grill. Da ist Hasi, macht gerade Essen. Da gibt es noch einen kleinen Dressing oben drauf. Salat am Start, El Salatkopf macht jetzt die Biege. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, Trainingsprotokoll gibt es als Download. Das war's jetzt. Adios, amigos.